Willkommen zu Let's Play. Und nun geht's weiter. Folge 20 war ja so grottenschlecht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da nicht alles verrissen habe. Ich habe keine Medipacks mehr, nichts mehr. Überhaupt nichts. Aber ich habe eine Menge Schuss für meine schöne Energiekanone. Und sollte sich jetzt hier noch ein Nekromorph zeigen, kriegt er gleich eine von Latz. So, dann werden wir jetzt endlich mal weitermachen. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt so machen müssen. Hier muss ich jetzt irgendwas hoch machen. So schaut es auf jeden Fall aus. Das mache ich auch erstmal. So, hätten wir das auch. Und es bleibt nicht oben. Warum bleibt das nicht oben? Ey, bleib oben! Nee, es bleibt nicht oben. Whatever. Den drücke ich jetzt erstmal. Monorail? Was? Auf jeden Fall aktiviere ich das. Mal gucken, was kommt. Getriebe überprüfen. Jetzt soll ich das Getriebe. Ich habe den Transport gefunden, Eliga, aber es gibt ein Problem mit dem Ausklingmechanismus. Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn Sie reparieren ist. Ja, toll, Isaac. Und was sollen wir trotzdem hier machen? Wie wär's mal mit einem Hinweis? Irgendwie sowas. Hier kann ich auch nichts machen. Ich habe eine Idee, wenn ich das hier hochmache und dann mit Dings hier festmache, dass ich vielleicht, keine Ahnung, gar nichts machen kann. Scheiße, was soll ich hier machen? Ich stehe voll auf dem Schlauch. Auf jeden Fall irgendwas mit Stase, sonst wäre doch die Stasestation hier nicht. Aber ich habe was gesehen. Und ich denke mal... Was war denn das? Ach, guck mal an. Hallöchen. Was geht ab? Ich schieße dich hier erstmal in die Metallteile, du kleines Scheißvieh. Wo kam denn das bitte schon her? Ich denke mal... Das muss hier rein. Gucke mal an. Haben wir hier noch irgendwo so eine Scheibe? Das sieht nicht danach aus. So, ich probiere das jetzt hier nochmal hochzufahren. Tatsache, hier muss noch eine rein. Komm da raus. Ich versuche dich jetzt mal da reinzustecken. So. Bleib schön oben. Und geh hier rein. Ich kann immer noch nichts machen. Fehlfunktion. Aber das kannst du auch nicht sein, oder? Ey, ich stehe gerade sowas von auf den Schlauch. Ich meine, okay, ich bin Techniker, aber... Irgendwie... Ach ja. Ich glaube, ich weiß wie. Hoch damit. Komm, geh hoch. Gehst du hoch? Geht das nicht hoch? Fehlfunktion. Ja, hier werden drei Sachen angezeigt. Ich denke mal, ich muss das hier echt tauschen. Weil das bleibt ja auch immer oben. Also ich hätte jetzt echt die Vermutung, dass ich die Teile von links nach rechts anordnen muss. Berichte der Transportwartung eingeloggt. Demnach ist das Primärgetriebe offline. Stimmt das mit dem überein, was Sie da oben sehen? Glaube schon. Sieht aus, als bräuchte ich nur ein paar Ersatzteile. Ja, na, danke für die Info. Aber das geht hier nicht mehr auf. Oder geht das nicht mehr auf, weil ich das rausgenommen habe? Scheiße. Ey Leute, das könnt ihr hier nicht bringen. Was soll ich denn hier machen?
Ich muss da irgendwas machen. Also hier liegt schon mal nichts rum. Und das kommt da auch nicht hier rein, oder? Nein, das will da auch gar nicht rein. Oh. Ach so. Ach ja. Alles klar. Was brauche ich noch? Na toll. Ey, geh wieder auf. Ich will das Ding haben. Das geht nicht. Man kann sich auch echt glatt anstellen, ja? Ich stelle mich hier an wie der letzte Trottel. Das wurmt mich jetzt. Dass es so nicht klappt. Kann ich mit dir was anfangen? Wohl eher nicht. Da muss ich hier alles tauschen. Das kann ich gar nicht bewegen. Ah ja, jetzt geht's auf einmal. Gib mir die Teile zurück. Gib's her. Okay, es geht wieder hoch. Bleib oben. Ich krieg's nicht mehr raus. Verdammte Scheiße. Ich brauche noch so ein Ding. Das kannst du auch nicht sein, das liegt ja schon da. Oder? Passt du hier vielleicht rein? Nee, passt da auch nicht rein. Ich probiere es nochmal mit dem Ding. Kriegt davon gar nichts raus. Jetzt habe ich das auch verkackt. Okay, ich hab's. Jawohl. Wo kriege ich jetzt das letzte Ding her? Was so aussieht wie das da, was da angezeigt wird. Irgendein Teil brauche ich jetzt noch. Geh da rein. Ey, ich kann doch hier nicht Tetris spielen. Verdammte Axt. Liegt denn da irgendwas im Regal, was ich gebrauchen kann? Das hier vielleicht? Nee, das ist es auch nicht. Ich meine, ich sehe es ja, wie es ausschaut, wie so eine Schraube, aber... Wo ist das? Verdammte Axt. Ja, ich soll hier irgendwas machen. Schon klar. Eine Stase aufladen. Ob es das hier ist? Das wäre es ja, wenn es jetzt passen würde. Nee. Ey, die wollen mich doch hier echt rollen, oder? Wir fahren das Ding mal nochmal hoch. Bleib oben, krieg ich irgendwas. Jawoll! Na, endlich! Jetzt geht's los! Okay, ich hab die Bahn abgekuppelt. Kommen Sie zum Landeplatz. Wir sind gleich da. Los, kommen Sie los.
Junge, wer kommt hier? Oh, hau ab. Hau du auch ab. Und du da hinten auch. Isaac, lad die Gun nach. Scheiße. So, jetzt macht ihr hier einen Double-Kopf-Nicker. So, Double-KO. Ja, sorry, Leute, dass es hier echt so lange gedauert hat mit der Spule, weil ich wusste echt nicht, was ich machen sollte. Aber hey, ich hab's hinbekommen. Dafür zertrete ich die Jungs hier nochmal. Doppelt und zehnfach. Das gibt's ja gar nicht. Woher sollte ich auch wissen, dass ich das Teil da rausziehen muss? Also ihr müsst auf jeden Fall da einen Teil rausnehmen und hier zwei Teile. Nee, hier, Quatsch, da ein Teil, hier ein Teil und eins hier aus dem Regal. Und das muss dann hier in die Mitte rein. Genau. Ja, wenn es mal wieder länger dauert, legt euch einen Snickers parat. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Muss ich auf jeden Fall hier rein. Und die Monorail betätigen. Machen wir auch. Mal gucken, wo uns die Monorail hinfährt. Raus aus meinem Kopf. Du bist nicht Nicole! Isaac, ganz ruhig. Das ist nur eine Halluzination. Das weißt du doch. Oh yeah, da stehen Ellie und Strauss. Kann ich hier raus? Aufgabe erfüllt. Hey, Sie haben es geschafft. Er starrt mich an, Isaac. Strauss, hören Sie mir zu. Hören Sie mir doch zu. Hör auf mich anzustarren! Jetzt beruhigen Sie sich doch! Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. Wo fahren wir nun hin? Wurde das gesagt? Wenn ja, ich hab's wieder nicht mitbekommen. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey, was ist los? Ich weiß nicht. Etwas muss die Schienen blockieren. Bleiben Sie hier. Ich sehe mich mal um. Ja, mal wieder blockiert irgendwas die Schienen. Und mal wieder dürfen wir uns darum kümmern. Das ist ja nichts Neues mehr. 10.000 Credits, jawoll. Das ist ja mal richtig toll. Ich werde jetzt nochmal das kleine Medipack nehmen. Und da sich hier eine Speicherstation befindet und es ja so grottenschlecht auch am Anfang dieser Folge lief, ich wusste echt nicht, was ich machen sollte, würde ich sagen, ich beende die Folge erstmal wieder und mache dann in der nächsten Folge weiter und dann geht's richtig ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte dem einen oder anderen eventuell damit weiterhelfen. Weil vielleicht hing der ein oder andere von euch ja auch an dieser Stelle fest und wusste nicht, was er machen sollte. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play